Winter pur von NRW über Niedersachsen bis nach Thüringen. Für manche Regionen ist es der erste richtige Schnee seit vielen Jahren. Ja, ein seltener Anblick. Winter Wonderland hier im Ruhrgebiet, ganz in der Nähe von Dortmund. Der Schnee, so schön er auch ist, bringt aber auch Probleme mit sich, vor allem im Verkehr. Und der Wind, der spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Minus 5 Grad, 20 bis 30 Zentimeter feinster Pulverschnee und stürmischer Wind. Eine Kombination, die für heftige Schneeverwehungen sorgt. Die Autobahnen sind schneebedeckt, gefahren wird nur auf einer Spur. Zahlreiche Unfälle wurden gemeldet, viele blieben mit ihrem Wagen in den hohen Schneewehen stecken. Ja, Autobahn A33 Richtung Osnabrück, das ist festgefahren. Und kann man so sehen, wie sieht das aus bis zum Knie Schnee. Und natürlich, wir sind schon fast eine Stunde hier. Ein Glück, dass der meiste Schnee an einem Sonntag fällt. An einem Wochentag mit Berufsverkehr wäre das Schneechaos perfekt. Die Lkw-Fahrer bereiten sich derweilen auf den Wochenstart vor, denn das Winterwetter wird hier in der Nordhälfte Deutschlands in den nächsten Tagen weitergehen. Alle Infos dazu wie immer bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App. Ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.